4 sind 14 Schiedsrichter, die zu weit gegangen sind. Nummer 14. Kommen wir direkt am Anfang zu einer der kuriosesten Fehlentscheidungen, die jemals von einem Schiedsrichter getroffen wurde. Er verteilte nämlich erstmals in der Fußballgeschichte einem Spieler 3 gelbe Karten. Das Ganze ereignete sich aber nicht bei irgendeinem Spiel, sondern bei der Weltmeisterschaft 2006. Kroatien trat gegen Australien an. Alles begann damit, dass Simonic Kjul faulte und eine gelbe Karte erhielt. Und normalerweise werden Verteidiger bei einer gelben Karte vorsichtiger. Doch Simonic tat genau das Gegenteil. Als nächstes nahm er sich Joshua Kennedy vor. Simonic erhielt für dieses Foul verdienterweise eine zweite gelbe Karte, sah aber kein Gelb-Rot wie eigentlich üblich. Und wie man sich vorstellen kann, korrigierte der Kroate den Fehler des Schiedsrichters auch nicht. Aber anstatt ruhig zu bleiben, diskutierte er weiter mit dem Unparteiischen. Das führte letztendlich dazu, dass Simonic zum dritten Mal die gelbe Karte sah. Doch ganz nach dem Motto, alle guten Dinge sind 3, korrigierte der Schiedsrichter seinen Fehler und es folgte endlich die rote Karte. Selbst schuld, wenn er nicht ruhig bleiben kann. Aber kommen wir nun zu einem weiteren Moment, der zum Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft geführt hat. Nummer 13. Wir schreiben das Jahr 2010. Deutschland und England stehen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Ein Spiel, das vieles erwarten lässt. Alles aber keine Fehlentscheidung des Unparteiischen. Doch genau dazu sollte es kommen. Das Spiel wird angepfiffen. Wie zu erwarten, startet die Partie hitzig. Deutschland geht in der 30. Minute durch Miro Klose in Führung und nur 12 Minuten später erhöht Lukas Podolski auf ein 2:0 für Deutschland. Ist das die Vorentscheidung? Nein, England verkürzt. Jetzt scheint es so, als würde England das Blatt wenden, denn Frank Lampard schießt und Tor! 2:2. Sowohl im Stadion als auch vor den Bildschirmen ist es klar erkennbar, dass der Ball die Linie deutlich überquert hat. Alle haben es gesehen, bis auf einen. Und dieser eine ist ausgerechnet der Schiedsrichter der Partie. Es bleibt also fälschlicherweise beim 2:1. Der Fehler des Schiedsrichters trägt am Ende mit dazu bei, dass Deutschland mit 4:1 als Gewinner vom Platz geht. Verständlicherweise wurde nach diesem Vorfall die Forderung nach der Einführung der Torlinientechnik lauter. Ja, auch wegen dieser Fehlentscheidung im Spiel zwischen Deutschland und England 2010 ist seit 2014 die Torlinientechnik in allen bedeutenden Ligen im Einsatz. Doch auch mit dieser schaffen es einige Schiedsrichter noch, Fehlentscheidungen zu treffen. Nummer 12. Dir gefallen meine Videos? Dann lass jetzt ein Abo da und like das Video. Das hilft mir wirklich sehr und du verpasst keine Videos mehr. Aber zurück zum Thema. Manchmal sind die Fehler auf dem Platz so fatal, dass man sich fragt, ob sie absichtlich geschehen. Ich meine, ich will dem Schiedsrichter nichts unterstellen, aber wie kann man sich das hier bitte erklären? Argentinien stand 2018 Nigeria im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegenüber und die Ausgangslage war klar. Kroatien ist bereits qualifiziert. Argentinien oder Nigeria? Wer kommt weiter und sichert sich somit den zweiten Platz? Das war die große Frage. Messi erzielte ein geniales Tor. Wer hätte es auch anders sein sollen? Doch Nigeria glich per Elfmeter aus. Zu diesem Zeitpunkt wäre Argentinien aufgrund des Torverhältnisses ausgeschieden. Argentinien musste also gewinnen, um sich zu qualifizieren, während ein Unentschieden für Nigeria genügen würde. Circa 10 Minuten vor Abpfiff hätte Nigeria eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, mit dem sie alles hätten klar machen können. Ich meine, schau dir das mal an. Einen klareren Fall von Handspiel kann es eigentlich nicht geben, oder? Naja, scheinbar nicht für den Schiedsrichter. Das Krasse, er überprüfte den Vorfall nicht einmal mit Hilfe des VAR. So wie es kommen musste, schoss 6 Minuten später Argentinien ein Tor und schickte damit Nigeria nach Hause. Hätte der Schiedsrichter seinen Fehler nicht begangen, hätte Nigeria womöglich ein Tor erzielt und wäre tatsächlich anstelle von Argentinien eine Runde weiter gewesen. Wer weiß, vielleicht hätten wir 2018 ja einen anderen Weltmeister als Frankreich erlebt. Aber kommen wir als nächstes zu einem Ereignis, das eine ganze Liga in Aufruhr versetzte. Nummer 11. Im Jahr 2022 lieferten sich Manchester City und Liverpool ein beispielloses Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten Titel. Die Spannung fand ihren Höhepunkt in einem Auswärtsspiel zwischen Manchester City und Everton, geleitet von Schiedsrichter Paul Tierney. Die Uhr zeigt immer noch ein knappes 0:0, als die Ereignisse sich beginnen zu überschlagen. Everton attackiert, City verteidigt und plötzlich geschieht es. Rodri begeht ein klares Handspiel, doch der Schiedsrichter und selbst der VAR bleiben stumm. Everton-Manager Frank Lampard war nach dem Spiel so empört, dass er sagte, dass selbst seine 3-jährige Tochter sehen würde, dass das ein Elfmeter war. Oh Mann, wäre seine Tochter nun mal VAR bei diesem Spiel gewesen. City gewann schließlich mit 1:0. Am Ende der Saison lag Man City nur mit einem Punkt Unterschied vor Liverpool. Die Reds fühlten sich verständlicherweise bitter betrogen. Doch das war nicht das erste Mal, dass ein Schiedsrichter die Aufholjagd der Reds zunichte machte. Nummer 10. In der laufenden Saison waren sie erneut im Fadenkreuz, dieses Mal jedoch direkt involviert. Ihr Auswärtsspiel gegen Tottenham sollte ein wahres Gipfeltreffen zwischen 2 bis dato ungeschlagenen Teams werden. Doch die Schiedsrichter im VAR-Raum zerstörten die Freude der Fans schnell. Bei einem Stand von 0:0 brach Liverpool mit einem Konter über Mo Salah durch die Abwehr Tottenhams. Er passt den Ball zu
Diaz und dieser fackelt nicht lang und boom, er haut den Ball eiskalt unter die Latte. Ein perfekter Abschluss, doch Liverpools Freude war nicht von langer Dauer. Direkt nach dem Treffer entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits. Beim Anschauen der Wiederholung ist jedoch deutlich zu sehen, dass sich Diaz hinter dem letzten Mann der Tottenhamer Abwehr befand. Eine klare Fehlentscheidung also. Dass sich der Schiedsrichter auf dem Platz vertut, das kann man ja noch verstehen. Aber selbst das VAR-Team, das normalerweise rote oder grüne virtuelle Linien zieht, um zu bestätigen oder zu widerlegen, dass ein Spieler im Abseits stand, so einen Fehler begeht, einfach unglaublich. Man kann es nicht anders sagen. Der Schiedsrichter auf dem Platz und vor allem das VAR-Team hatten einen Totalausfall. Und das bei einem so wichtigen Spiel. Liverpool verlor schließlich mit 1:2 und erhielt zusätzlich eine rote Karte. Trainer Jürgen Klopp konnte seinen Ärger nach dem Spiel kaum verbergen. Der Schiedsrichterverband bestätigte später einen Fehler im VAR-Raum. Und als durchgesickerte Audioaufnahmen veröffentlicht wurden, war der Aufschrei groß. 2D line on the boot. Yep, okay. Wait, no way. So 2D line on the boot. I'll stop. I'll check in. Complete, check complete. It's fine. Perfect. Yeah. Off. Thank you, mate. Wait. The on-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside decision. Goal. Yeah. That's what it does. What? On-field decision was offside. The image we gave you was onside. Left back. Ollie's calling in to say delay the game. To complete. The decision is offside. Can't do anything. Yeah, delay the game. To delay the game. Stop the game. They've restarted the game. I can't do anything. Zwar wurde eine Entschuldigung an Liverpool ausgesprochen, doch auch diese bringt die verlorenen Punkte nicht zurück. Wenn man sich solche Momente ansieht, fragt man sich doch manchmal, für was man einen VAR überhaupt braucht. Aber was sagst du? Bist du eher für oder gegen einen VAR im Fußball? Schreib's mal unbedingt in die Kommentare. Nummer 9. Neben Diaz kann auch Osvaldo ein Lied von einer Fehlentscheidung singen. Seht zu und genießt das wohl schönste aberkannte Tor jemals. Rom spielt gegen Lecce. Es steht 2:1 für Rom. Rom startet einen weiteren Angriff, um die Führung auszubauen. Der Ball wird von der rechten Seite gefühlvoll auf Osvaldo gespielt und was ein Tor! Mit einem Seitfallzieher haut er die Kugel ins Netz. Nicht nur die Fans, sondern auch Osvaldo feiert sein Tor. Doch dann hört er ein allzu vertrautes Geräusch. Ein Pfiff ertönt im Stadion. Das Tor wurde abgepfiffen. Unglaublich! Die Wiederholung zeigt, dass Osvaldo keineswegs im Abseits war. Das Tor hätte also eigentlich zählen müssen. Ein wahres Traumtor, zerstört vom Schiedsrichter. Aber der wohl bekannteste Fehler eines Schiris, er ereignete sich 1986. Nummer 8. Genau dieser Fehler war es, der einem Mann dazu verhalf, den wohl ikonischsten Moment in der Geschichte des Fußballs zu schaffen. Na, habt ihr schon eine Idee, um wen es sich handeln könnte? Es geht um niemand geringeren als Diego Maradona. Er hatte das Ziel, seiner argentinischen Mannschaft zu helfen, erneut Weltmeister zu werden. Im Viertelfinale gegen England wusste Maradona, dass er etwas Außergewöhnliches tun musste, um die starken Engländer zu bezwingen. Als auf den kleinen Maradona ein zu hoher Ball gespielt wurde, machte er sich schnell ein paar Zentimeter größer. Dafür nahm er verbotenerweise seine Hand zu Hilfe. Zu Hause auf den Bildschirmen ist der Schwindel sofort aufgefallen. Doch auf dem Platz blieb der Pfiff doch tatsächlich aus. Maradona war so geschickt, dass der Schiedsrichter das Handspiel des argentinischen Fußballgotts nicht erkannte und das Tor regulär zählen ließ. Kurze Zeit später, noch im selben Spiel, erzielte Maradona ein weiteres Tor, was bis heute als eines der besten aller Zeiten gilt. Und auch das Interview nach dem Spiel ging in die Geschichtsbücher ein. Maradona wollte von einem Handspiel seinerseits nichts wissen und sprach stattdessen von der Hand Gottes. Man muss den Argentinier nicht mögen. Eins ist aber klar, er ist und bleibt einer der bedeutendsten Fußballlegenden jemals. Nummer 7. Ein weiteres legendäres Video ist dieses hier. Ob es sich um ein echtes Video handelt, ist nicht ganz klar. Witzig ist es aber allemal. Und tatsächlich kam es, seitdem die Schiedsrichter ein extra Spray besitzen, schon öfter zu ähnlichen Vorfällen. Aber auch dieser Clip hier auf unserer Nummer 6 zeigt, wie ein Schiedsrichter gegenüber einem Spieler ausfällig wird. Wie ihr sehen könnt, wird der Schiedsrichter Toni Chaprand durch Diego Carlos aus Versehen zu Fall gebracht. Doch was dann passiert, ist einfach unglaublich. Der Schiedsrichter tritt Diego Carlos eiskalt gegen sein Bein. Und als wäre das nicht schon genug, gibt er ihm zudem eine Gelb-Rot. Toni Chaprand wurde nach seiner Aktion für 6 Monate gesperrt. Nach seiner Sperre entschied er sich selbst dazu, seine Schiedsrichterkarriere an den Nagel zu hängen. Aber als nächstes haben wir einen Schiedsrichter, der ein Tor gibt, welches so nie geschah. Das klingt erstmal komisch, aber es ist die Wahrheit.
Wahrheit Nummer 5. 2008 spielte Watford gegen Reading und ein 25-jähriger, noch sehr unerfahrener Schiedsrichter leitete die Partie. Kommen wir zur besagten Szene. Reading hatte einen Eckball. Der Ball kam in den 16er und es gab ein bisschen Durcheinander. Watford klärte die Gefahr, doch der Schiedsrichter schien zu halluzinieren und war sich sicher, ein Tor gesehen zu haben. Aber das war unmöglich. Der Ball hatte zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Linie überquert. Watford-Trainer A.D. Bothroyd war verständlicherweise gar nicht erfreut über die Leistung des Schiedsrichters. Und auch die Spieler umzingelten den Schiedsrichter und seinen Assistenten. Bothroyd wurde letztendlich auf die Tribüne geschickt und Watford musste ohne Trainer weiterspielen. Doch auch ohne Trainer gab sich Watford nicht auf. Stattdessen erzielten sie 2 Tore, um einen Vorsprung von einem Tor zu erzielen. Ein späterer Elfmeter bedeutete jedoch, dass Reading mit 2:2 ausglich. Okay, wir haben jetzt schon zahlreiche Schiedsrichter in diesem Video gesehen. Aber einer, der dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist Ibrahim Chaibo. Nummer 4. Die FIFA selbst hat ihn als den wahrscheinlich korruptesten Schiedsrichter aller Zeiten beschrieben. Chaibo wird beschuldigt, zwischen 2010 und 2011 fast 100 Länderspiele manipuliert zu haben. Aber was dabei etwas ungewöhnlich ist, er wurde nicht von Teams bestochen, sondern von einem Typen aus Singapur namens Wilson Ray Perumal, der Spiele manipulierte und auf sie wettete. Perumal sagte gegenüber CNN, er habe nie wirklich gezählt, aber er denke, es sollten zwischen 80 und 100 Fußballspiele gewesen sein. Und um nur eines von vielen Beispielen zu geben, schau dir dieses Video mal an. Still just match for consolation here. He's given a penalty. I can't believe it. In the 98th minute. Da hatte Perumal wohl beim Wettanbieter seines Vertrauens auf einen Elfmeter für Argentinien gewettet, der dann in der 97. Minute noch eingelöst werden musste. Nummer 3. Fernanda Colombo ist eine Schiedsrichterin, von der manche Männer da draußen träumen, einmal in die Schranken gewiesen zu werden. In einem Spiel tat sie so, als würde sie einem Spieler eine Karte geben, zog aber statt einer Karte einfach ein Taschentuch aus ihrer Tasche. Eine lustige Aktion, über welche auch sie selbst schmunzeln musste. Auf der Nummer 2 haben wir ein Afrika-Cup-Spiel zwischen Mali und Tunesien. Das Kuriose beginnt hier aber erst mit dem Abpfiff der Partie. Direkt nach Ende des Aufeinandertreffens herrscht Verwirrung unter den Spielern, da die Uhr die 85. Minute anzeigt. Nach einer kurzen Pause und viel Einreden auf den Schiedsrichter später pfeift der Schiedsrichter das Spiel wieder an. Und gerade als der Kommentator sagt, dass man bald weiß, wie viele Minuten Nachspielzeit es geben wird, pfeift der Schiedsrichter es erneut wieder ab. 2-mal der gleiche fatale Fehler in einem Spiel? Wie kann das passieren? Genau das fragt ihr euch jetzt sicherlich, genauso wie es tausende Fans nach dem Spiel taten. Höchstwahrscheinlich machte dem Schiedsrichter schlichtweg die unglaubliche Hitze zu schaffen und er erlitt einen Sonnenstich, weshalb er nun ja nicht mehr ganz zurechnungsfähig war. Zum Leidwesen der Tunesier, die Mali 1:0 unterlagen. Aber erinnerst du dich an das legendäre Barca-Team von 2009, das 6 Trophäen mit nach Hause nahm? Nummer 1. Was, wenn ich dir sage, dass dieses historische Ereignis möglicherweise nie stattgefunden hätte? Im Halbfinale der Champions League gegen Chelsea, unmittelbar nachdem die Blues in Führung gegangen waren, brach das Chaos aus. Florent Malouda wurde gefoult und es war fraglich, ob das Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums war. Am Ende entschied sich der Schiedsrichter für einen Freistoß und gegen einen Elfmeter. Kurz darauf wurde Drogba von Abidal im Strafraum am Trikot gezogen, doch ein Pfiff des Schiedsrichters blieb auch hier aus. Und als wäre das alles nicht schon genug, wurde Chelsea noch ein klarer Elfmeter verwehrt. Ich meine, selbst meine Oma würde sehen, dass das ein klares Handspiel von Piqué ist. Aufgrund der damaligen Auswärtstorregel in der Champions League reichte Barca nur 1 Tor, um weiterzukommen. Und naja, es kam so, wie es kommen musste. Iniesta erzielte in letzter Minute einen unfassbaren Treffer. Es sah so aus, als ob Barcelona weiterkommen würde, bis Michael Ballack in letzter Minute einen Schuss auf Barcelonas Tor abfeuerte. Doch wie schon Piqué sprang diesmal Samuel Eto'o mit ausgestrecktem Arm in die Schusslinie. Doch auch hier wurde kein Elfmeter gegeben. Verständlicherweise waren die Chelsea-Spieler, Trainer und auch Fans außer sich vor Wut. Lange Zeit nach dem Spiel entschuldigte sich der Schiedsrichter und behauptet, es sei reine Inkompetenz und kein Betrug gewesen. Ob man ihm das glauben will, sei jedem selbst überlassen. Aber es sind nicht immer nur die Schiris, die Dreck am Stecken haben. Hier kommt jetzt noch zu Fußballspielern, die tatsächlich beim Betrügen erwischt wurden. Einfach aufs Video klicken und dann sehen wir uns gleich auch schon wieder.